Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer unseres Workshops hier. Agile Care Workshop, Montagabend, 20 Uhr. Das ist ja für manche ein zentraler Termin. Und so auch heute. Ich begrüße Sie recht herzlich und ich begrüße natürlich auch diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen und auch hier die Möglichkeiten nutzen des Downloads von Unterlagen, aber auch der Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, die wir Ihnen natürlich gerne beantworten. Und natürlich beantworten wir auch Ihre Fragen hier, die Sie bei uns hier live im Chat stellen. Ja, 29. April und wir starten am besten jetzt gleich hier. Und ja, also 29. April, da sind wir ganz richtig mit den Folien. Das ist immer ganz beruhigend. Und hier beginnen wir natürlich mit nichts Unwichtigerem als, nein, es ist natürlich sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir das auch immer dabei. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, übermorgen ist der 1. Mai, dann ist der April vorbei. Also, ne, also mehr gereimte Weisheiten soll es heute nicht von mir an Sie geben. Stattdessen möchte ich mich mit Ihnen mal wieder einen Schritt zurückbegeben, um eventuell einen größeren Teil des Gesamtbildes zu betrachten, wie es zu Entzündungen, Infekten, Erkrankungen kommt. Bei allen Erkrankungen haben wir Mikroorganismen auf Zellenebene in Disbalance, die sich in Symbiose mit der Erkrankung befinden. Diese gelingt es mit Agile Care mittels der spezifischen elektromagnetischen Frequenzen zu eliminieren, sodass wir das an der Verbesserung unserer Lebensqualität bemerken. So also etwas verkürzt hier einmal das Prinzip von Agile Care beschrieben. Ich gebe Ihnen am besten jetzt hier schon mal die Folien zum Download zur Verfügung. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, ab jetzt bis zum Ende des Workshops dann diese für sich herunterzuladen. Ja, wie kommt es denn aber dazu, dass einige Menschen eher krank werden als andere, dass sie eher belastet sind, dass es sogar zu dem Phänomen kommen kann? Ich hoffe, das gelingt mir jetzt gleich, Ihnen das zu beschreiben, was ich damit meine. Nämlich, wenn zum Beispiel ein Ehepaar, da hat man festgestellt, dass die sich fast dieselben Mikroorganismen teilen, als im Vergleich ein Paar eineiige Zwillinge, wo allerdings die beiden Zwillinge nicht im selben Haushalt leben. Also ich hoffe, ich konnte mich jetzt ein bisschen deutlich machen, worauf ich mit dem Vergleich hinaus wollte, nämlich die Belastung scheint eher umweltverknüpft zu sein, als eventuell zurückzuführen auf dasselbe oder das gleiche Genmaterial, wie es zum Beispiel sich eineiige Zwillinge teilen. Und hier haben wir aus meiner Sicht auch schon den Punkt genannt, auf den ich heute zurückkommen möchte, die Umwelteinflüsse und wie wir hier belastet sind, belastet sein können und wie diese Umstände dazu führen können, dass wir auf bestimmte Angriffe von Mikroorganismen anfällig sind oder deren Vermehrung zu Ungunsten unserer gesunden Körperzellen führen kann. Und welche Umwelteinflüsse geht es hier? Welche meine ich da? Und in erster Linie meine ich zum Beispiel Mykotoxine. Wie man hier aus dem Namen ausschließen kann, handelt es sich um Pilzgifte. Und zwar handelt es sich um sekundäre Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Die nennt man auch Sekundärmetaboliten. Es gibt Primärmetaboliten natürlich auch, dazu gehören Zucker und Aminosäuren beispielsweise. Und die Sekundärmetaboliten sind
für die normale Stoffwechselfunktion des Pilzes nicht essentiell. Es gibt noch 15 weitere bekannte Sekundärmetaboliten außer den Mykotoxinen und dazu gehören auch Phytotoxine und Antibiotika beispielsweise. Die am meisten bekannten Mykotoxine sind Aflatoxin, Trichotezene, Cearalenon, Ochratoxin und Fumonisine. Und die Hauptvertreter derjenigen Pilze, die Mykotoxin bilden, sind, habe ich Ihnen hier auch notiert, das sind Aspergillus. Da kennen Sie vielleicht den Aspergillus flavus oder Aspergillus tereus, aber auch Aspergillus versicolor beispielsweise. Und hier werden vor allem Aflatoxin erstellt oder gebildet. Die nächste Gruppe sind Fusarium. Das zum Beispiel Fusarium avaneceum oder Fusarium proliferatum hier oder die nächsten Penicillium, das kennen wir ja vielleicht. Die sind zum Beispiel diejenigen, die Ochratoxine oder Citrinin herstellen als Mytotoxin. Neotyphodium und auch Pitomyces, aber auch Claviceps. Das sind, wie gesagt, die Hauptvertreter insgesamt derjenigen Pilze, die mykotoxinbildend sind. Die Mykotoxine unterscheiden sich in ihrer Struktur, was auch der Grund für die unterschiedlichen Symptome ist, die verursacht werden. Also können zum Beispiel akute Effekte beobachten. Das sind vor allem dann, wenn die Symptome kurz nach dem in Kontakt treten auftreten. Und meist ist dann auch so, dass es hier um sehr hohe Dosen handelt, mit denen man da in Kontakt tritt. Und die Symptome treten meist sehr gravierend auf. Also zum Beispiel mit rapider Verschlechterung der Leber- und Nierenfunktion, gelbe Haut, aber auch Anorexie und Aszitis. Und gastrointestinale Blutung hat man beobachtet. Sie sehen also, wie gravierend hier die Symptome bei dem Kontakt mit hohen Dosen sein können. Es gibt aber auch chronische Effekte, die auftreten meistens, wenn sich hier um eine Langzeitbelastung von eher niedrigen Dosen handelt. Und zunächst sind also die Symptome nicht so gravierend, aber sie sind sehr schlecht erkennbar und zuordnenbar. Deswegen kommt es hier auch teilweise zu einer Langzeitbelastung, weil eben man nicht erkennt, dass hier eine Belastung vorliegt. Und diese Langzeitbelastung kann dazu führen, dass sich Leberkrebs entwickelt, aber auch chronische Hepatitis, sich langsam entwickelnde Gelbsucht, eine vergrößerte Leber oder Leberzirrhose und auch Immunsuppression aufgrund der Mykotoxine kann hier durchaus auftreten. Mykotoxine nehmen wir über unseren Verdauungstrakt, aber auch die Lunge, die Haut und zum Beispiel auch über die Augen auf. Also wir sind hier mit unserem Körper fast überall, gibt es da die Möglichkeit, dass wir da in Kontakt treten mit den Mykotoxinen. Und unser Körper scheidet diese Mykotoxine auch aus. Der Hauptweg ist über die Nieren und den Urin, aber auch die Galle und über Schweiß und Speichel. Das sind weitere Wege, wie unser Körper eben hier die Mykotoxine ausscheidet. Und auf dem Weg dorthin und über die Zeit, die sie in unserem Körper verbleiben, schädigen sie unsere Zellen und auch den Stoffwechsel unserer Zellen. Und wie diese Schädigung allerdings im Speziellen aussieht, das wollte ich hier nicht zum Thema machen, lediglich eben, was schädigende Umwelteinflüsse sind. Wir sprechen ja auch über schädigende Umwelteinflüsse und dazu gehören auch chemische Toxine, allen voran Pestizide, Bisphenole, Asbest, Formaldehyd, Hexan, ganz viele Stoffe, die befinden sich auch in unseren Reinigungsmitteln. Da müssen wir mal einfach mal hin drauf auf den Zettel schauen, an die Inhaltsstoffe, also unsere Reinigungsmittel, aber auch Kosmetika und Konservierungsstoffe unserer Nahrungsmittel sind mit chemischen Toxinen
belastet oder enthalten diese. Natürlich sind Schwermetalle auch Schadstoffe, die uns beeinträchtigen. Hier habe ich Ihnen da vier Hauptvertreter aufgeschrieben. Blei, Aluminium, Quecksilber, Arsen. Und bei den beiden letzten ist ja bekannt, dass wir das auch über die Nahrung, also Quecksilber bei der Aufnahme, bei der Verzehren von Fisch, Arsen, bei wenn wir Reis zu uns nehmen, kann es dann zu einer Belastung kommen. Aber auch bei Aluminium, da geht es vor allem um die Aluminiumsalze. Also die finden sich in Deodorants oder Zahnpasta. Aber sie werden auch als Wirkverstärker in Impfdosen verwendet, um hier unser Immunsystem aufmerksam zu machen auf die Impfung, auf den Impfstoff. Wenn wir über Umweltgifte sprechen, dann gehören auch dazu die Gifte der Bakterien, Viren und Würmer. Und die habe ich jetzt hier nicht mit noch mit extra mit aufgeführt. Ich denke, das ist uns bekannt, wie wir hier im Agile Care Workshop miteinander uns treffen und unterhalten, dass eben diejenigen Mikroorganismen, die in unserem Körper sind, auch Toxine ausstoßen und wir die natürlich dann in uns haben in dem Moment. Aber man versteht vielleicht jetzt auch, dass bei vielen Ansätzen zur Verbesserung der Lebensqualität die Entgiftung einen hohen Stellenwert einnimmt. Manche holistisch praktizierende Ärzte sehen sogar in der Entgiftung den ersten Schritt und widmen sich danach erst den speziellen individuellen Fragestellungen, da nach ihrer Erfahrung, nach Erfolg der Entgiftung zu Beginn, sich manche Problemstellungen bereits gelöst haben und man somit ein genaueres Bild erhält. So ähnlich wie in etwa, wenn wir mit Agile Care das Basisprogramm empfehlen, und zwar all denjenigen zum Beispiel, die viele Baustellen bemerken, an sich und keine Priorität festlegen können, oder denjenigen, die viele nicht abgrenzbare Symptome zeigen, denen empfehlen wir ja das Basisprogramm. Und auch denjenigen könnte man hier empfehlen, einen Blick auf die Entgiftung zu werfen und hier eventuell auch schon zuvor dann Fragestellungen versuchen zu klären. Also auch bei den Anwendungen von Agile Care ist die Entgiftung essentiell und für den einen oder anderen kann es viel für den Erfolg bedeuten, wie gesagt, einen Schritt zurückzugehen und sich die möglichen Gifte im Körper bewusst zu sein und deren Auswirkungen auf den Körper und die Gesundheit. Mit Agile Care können spezifisch diejenigen Erreger eliminiert werden, die ganz speziell diese Gifte an sich binden, beziehungsweise die die körpereigene Entgiftung hier entsprechend hemmen. Und ich habe Ihnen hier auch ein paar Empfehlungen mitgebracht, wie zum Beispiel jetzt hier C683, Schwermetalltoxizität TR, aber auch VEG14, Quecksilber, V, dann A69, Entgiftung fördern, und A28, Anästhesiegifte, Ausleitung von. Das sind jetzt hier nur einige. Wir haben noch viele, viele andere in unseren Anwendungen und wir haben da auch eine Gruppe, eine Anwendungsgruppe, die da heißt Entgiftung, und man kann sich ja die Anwendungen auch danach sortieren und da finden Sie dann auch, wie gesagt, sehr, sehr viele weitere Anwendungen, die man mit Agile Care durchführen kann. Aber auch bei der vermuteten oder gemessenen Belastung von Mykotoxinen beispielsweise kann Agile Care zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen eingesetzt werden. Und ich habe Ihnen hier ein paar Anwendungen herausgesucht. Da wäre zum Beispiel A477 und die Anwendung heißt Cearalenon, in Klammern Mykotoxin HC, und A534 Sterigmatocystin HC oder A408 Aflatoxin, in Klammern Mykotoxin von Pilzen und Schimmelpilzen HC. Also das sind hier entsprechend Beispiele gegen die Erreger, die ganz speziell diese Mykotoxine an sich binden und dies zu eliminieren gilt. Zusätzlich auch die Entgiftung mittels Naturzeolit nicht zu vergessen, vor allem bei der Entgiftung von
Schwermetallen, Blei, Aluminium, Cäsium beispielsweise. Auf den beiden Folien, die ich gerade gezeigt habe, habe ich Ihnen noch einmal die Eigenschaften und Merkmale von Natur-Zeolith-Semikrometer notiert. Und Sie wissen ja, Sie finden es bei uns im Shop auch, dass Sie das erwerben können dort. Und aber auch andere Entgiftungsmaßnahmen gehören hier hinein. Und ich möchte hier diese nur ein paar hier beispielshaft nennen. Einmal Sauna, dann Waldspaziergänge, die Einnahme von Chlorella-Algen oder Spirulina-Algen und auch das Trinken sauberen Trinkwassers. Wir haben hier zu Hause eine Umkehrosmoseanlage, die unser Trinkwasser filtert, sodass wir das dann als sauberes Trinkwasser trinken können. Und ja, das war wie gesagt auch eine Möglichkeit zu entgiften. Es gibt auch, und das möchte ich hier mit erwähnen, es gibt Situationen, wo für einen begrenzten Zeitraum gewünscht ist, Gifte im Körper aufzunehmen. Damit meine ich während einer Chemotherapie. Während dieser Zeit empfehlen wir die Anwendung, die ich zuvor genannt hatte, zur Entgiftung, die mit diesen zu pausieren, bis dann 75 Stunden nach Beendigung der Chemotherapie beziehungsweise der Chemotherapieserie, wenn es da so ein Abschnitt ist, also ab der 75. Stunde danach, kann man dann wieder mit Agilcare fortsetzen, auch beispielsweise mit den Entgiftungsprogrammen. Und während dieser Zeit, das gilt genauso eben auch für die Einnahme von Natur-Zeolith, auch damit sollte während dieser Zeit pausiert werden, weil das eben da eine ja gewünschte Vergiftung ist für den Moment, für die Zellen, die da betroffen sind und dies zu eliminieren gilt mit dieser Maßnahme. Ja, ich hoffe, das Thema war für Sie genauso interessant wie hilfreich, also mal gemeinsam einen Schritt zurückzugehen. In der nächsten Woche findet ja, wie gesagt, kein Workshop statt, erst wieder am 13.05., also von heute an in 2 Wochen. Und ich würde gern etwas mit Ihnen wieder aufgreifen, was wir vor ein paar Jahren eventuell schon mal begonnen hatten. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, dass wir Sie aufgefordert haben, das möchte ich hiermit auch tun, dass Sie uns Fragen im Vorfeld zum Workshop eventuell stellen könnten oder uns Themen mitteilen, die Sie sehr interessieren und wo wir dann für die Beantwortung uns da auch etwas vorbereiten können und das dann entsprechend hier als Vortrag im Workshop Ihnen darlegen können. Ich denke und ich kann mir vorstellen, dass wir hier sehr interessante Themen erhalten. Also nun mein Aufruf an Sie, wenn Sie uns Ihre Themen und Fragestellungen im Ticket mit dem Vermerk Workshop senden und wir gestalten daraus unsere Beantwortung während unseres Vortrags hier im Workshop. Das ist, wie gesagt, ein Vorschlag, ein Versuch von mir und mich interessiert dabei, wie das bei Ihnen ankommt. Ich mache ja die Montags-Workshops nun circa ein Jahr, etwas mehr als über ein Jahr. Und ich freue mich aber jedes Mal darauf, hier mit Ihnen dann den Workshop zu gestalten. Und ich freue mich nun auch auf Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben, im Anhang hier bei den Folien, die sich runtergeladen haben oder auch immer noch herunterladen können, finden Sie natürlich auch unsere Informationen zu den Kommunikationswegen mit uns und auch, was es mit der Tippprovision auf sich hat und wie Sie dazu kommen. Diese Informationen finden Sie auf diesen beiden Folien. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und lieben Dank auch meinen Eltern, dass ihr eben die Beantwortung der Fragen bereits vorbereitet habt. Dankeschön, dass ihr mir damit helft.